Hallo, hier auch der Lenkerkanal Map zusammen mit dem Guten im LS15. Jo, hallo. Ich werde jetzt noch ein bisschen einen Helfer mit einem Grubber losschicken. Ein Helfer mit Roboter schieben. Boah. Und du hast mich als Helfer zum BGA schaufeln. Ich finde das gerade eigentlich mal. Jetzt darf der auch einfach mal mitten im Feld anfangen. Das ist, glaube ich, bei der Feldform eh nicht so verkehrt. Ja, auch wenn die sich teilweise schon bei ganz leicht schrägen Feldern, da ist dann auch schon Ende. Ja. Manchmal. Manchmal raffen sie es aber. Das ist, kommt drauf an. Ja, so ein Hürlimann in Action geht immer. Was wollte ich als nächstes tun? Sind am Lohnunternehmenhof, hier wollte ich irgendwas hinbringen. Nein, gar nicht. Ich wollte mir den Truck schnappen und ein, zwei Felder kaufen. Truck schnappen. Den schnaffen wollte ich mir. Den schnaffen. Boah, da freue ich mich auch beim 17er drauf, dass dann immer kleine Meldungen kommen, wenn der Helfer gestoppt hat, dass der Helfer gestoppt hat. Halt. Kommen die so als große Benachrichtigung in die Nee, Mitte oben in der oder Ecke, so so? als Satz, weißt du? Ach so, na Da gut, stehen das dann so, ist. hey, Ja, Helfer das ist gut. sowieso angehalten. Ja, stimmt, da war was. Ich erinnere mich, dunkel. Boah, ich kann einfach nicht widerstehen. Ich brauche auch noch ein, zwei Felder am Berg. Und flüssig sind wir ja eh. Ich werde zwar nicht unser ganzes Geld jetzt verprasseln, aber schon ein bisschen wieder in Felder investieren. Wobei es wäre natürlich auch geil, ein Feld mit Rüben Solange zu es kaufen. nicht überflüssig wird, ist alles in Ordnung. Hilf, hilf. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir könnten natürlich auch ein Feld kaufen, wo Rüben drauf sind und uns einen Maxtron holen. Ja, oder für Traktor. In den T8 haben wir erstmal. Ja, deswegen meine ich ja. So für Traktor kleine Variante. Ja, ich glaube, dafür ist das Feld ein bisschen groß. Was ist hier mit Kartoffeln? Kartoffeln könnten wir machen, ja. Was kostet der Kartoffelernter? Auch wenn du dann ja noch den Holmer mit bedenken musst. Ja, den müssen wir so oder so noch holen. Ja, eine halbe Million ist halt Geld, ne? Hätte ich gerne so, ne? Auf jeden Fall. Ach Du genau. könntest. Aber die Lage von dem Feld ist halt auch wiederum geil. Ich bin ja auch manchmal so, dass ich nur nach einem Feld gucke, was in einer schönen Location zum Arbeiten ist. Er ist auch nicht verkehrt. Ich meine, muss er dir gefallen. Wenn du da ungern arbeitest, dann hat es auch keinen Zweck. Ja, und vor allen Dingen ist es dann halt so, wenn du dich dann umschaust und irgendwie eine Ecke siehst, die du sonst selten siehst, ist es halt irgendwie einfach schön. So, was kostet denn der Spaß hier? Na gut, Geld ausgegeben für Feld 35. Hier oben ist Gerste, glaube ich. Gerste oder Weizen. Wird dann auch noch gemacht in unserem Durchgang, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was bei dem Feld da ist hier. Ist auch noch so Das ein wird sich zeigen. Kandidat. Wir können dann auch noch ein paar Folgen mehr machen, Nochmal richtig ernten, meinst du? dann. Ja. Weil die ganzen Felder, die wir jetzt gekauft haben, da steht natürlich die Ernte drauf. Ja, hätte ich schon richtig Bock drauf. Ganz viel ernten. Ja. Ich auch. Ernten, 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 ernten. Ernten, 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 ernten. Und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Und der, Das ist jetzt und vielleicht der. einige, ist das jetzt vielleicht ein kleiner Kulturschock, so viel Geld hier im Let's Play zu haben, weil ich ja bis jetzt immer ziemlich zurückhaltend war. Aber ganz ehrlich, wir wollen jetzt die letzten 3, 4 Wochen, 5 Wochen nochmal richtig Gas geben, richtig Spaß haben und ordentlich was Den haben machen. wir. Und den haben wir dann, denke ich. Und Ich ich sag meine, mal, wir hätten auch gecheatet den ist es Spaß ja gehabt. nicht. Es ist halt Nee. einfach nur nicht der Schwierigkeitsgrad, den wir normalerweise immer spielen, sondern halt einfach einfach. Ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Würde ich behaupten. Ob man das jetzt billigt oder eher nicht.
Er ist halt einfach ein Zeitraffer. Ja, also ein Extremer. Ich meine, wir kriegen jetzt bei der BGA so viel raus. Also wir haben beide Silos voll und wir kriegen so viel raus, als hätten wir 8 Silos voll. Auch schwer. Ist ja ungefähr das Vierfache. Dann bei der Silage, weil es ist ja mal das Doppelte von Stufe zu Stufe. Hier das große Rapsfeld noch, Alter. Ich meine, ich würde ja grundsätzlich sagen, ich würde auch noch auf schwer spielen, aber die Zeit gibt es halt nicht her. Ich glaube auch, dass wenn Das. wir jetzt ein paar Sachen gekauft haben, die Silos leer haben, werde ich wieder auf schwer stellen. Ja, genau. Wobei das dann ja bald egal ist. Muss man leider sagen. Ja, eine Speicherstand tippt man sich dann auf und ist Oh, gut. Feld 39 ist nun auch das unsrige. Kann man ja mal machen, ne? So einen kleinen Angriff. Wobei, wenn wir das Ganze wirklich offensiv, wenn ich wirklich noch einen dritten Drescher zum Beispiel kaufen sollte, dann sind wir halt einfach zu zweit zu wenig, selbst wenn wir mit Helfern spielen. Dann Ja. tankst du irgendwann nur noch die Helfer ab und kriegst sonst nichts mehr gebacken. Ja, nö, ich meine, du musst auch ja nicht mit allen Fahrzeugen immer unterwegs sein. Du kannst nur sagen, okay, ich spiele jetzt halt mal eher so ein normaler Hof. Oder halt mal als Lohnunternehmen mal richtig metern. Ich meine, dann kannst du halt sagen, okay, ich spiel gerade das, worauf ich Bock habe. Ja. Ich finde den Verkaufsträger für das Feld nicht. Naja, muss ich mal einmal rumfahren. Ist ja mit dem Ding eh kein Problem. Ja, mit dem Pickup es geht das ja schnell. Boah, was Nico für einen Kulturschock bekommen wird, ne? Ah, Landwehr mit den kleinen Geräten da. Nee, glaube ich gar nicht mehr. Ja gut, im Endeffekt hat er Er hat mitgekriegt, ja dass wir das selber, hochgedreht haben. erstens, er kriegt es mit, zweitens glaube ich sogar, dass er sich teilweise die Folgen anschaut. Weiß ich. Okay. Er sagt, wie er Also mal ich. guckt, eigentlich nicht so. Ja, er guckt eigentlich nicht so durch, dass er die Folgen mit, in denen er selbst drin ist, nicht schaut. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich vielleicht die eine oder andere Folge so nebenbei gibt. Und dann sagt, okay, was ist denn so gerade passiert, um mal so auf dem Laufenden zu sein. Wäre aber witzig, wenn er es nicht tut, Und da ich draufkommt und das aber erstmal selber denkt, dann in Björn C90, Holm. Jungs, ist das der richtige Spielstand? Ja. Mal selber gerade beim. Weil auf der Björnholm am Spielen, da haben wir es ja im Endeffekt gerade auch alles einmal eingerichtet und einmal angesät, was wir brauchen und dass wir halt auch die Sachen machen können, die worauf wir Bock haben. Ja. So. Der Höhlimann metert vor sich hin. Das ist immer nicht verkehrt. Aber jetzt werde ich noch Felder am Lohnunternehmen holen. Einfach um da oben auch was zu haben. Weil die Ecke haben wir ja so gut wie gar nicht. Ja. Ich habe auch richtig Bock, mit dem Capello Mais zu machen. Hat sich ja Freddy gewünscht. Mit dem Wenn ich das 16 richtig Meter weiß. Capello, meinst du? Ja, Freddy meinte da 16er, irgendwie ja. was. Na, den Freddy könnten wir jetzt bei der Aktion auch gut gebrauchen. War auch schon lange nicht mehr dabei. Ja, er hat im Moment Nicht auch immer viel ja. zu tüddeln. Ja gut, aber jeder, wie alt ist. Ja. Dann wird es sein, dass ich auch mal wieder dann irgendwann mal nicht kann und dann Irgendwann kann hast du irgendwer mal wieder eine anders und Phase, dann. ja. Irgendwann habe ich auch mal Ja, wieder eine Phase. ja. Ist halt einfach. Ist halt wie es ist. Die Zeit So. vergeht halt. Und manchmal hat man halt auch andere Sachen zu tun. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich dieses Feld hier kaufen kann. Als eins von den ganz großen. Aber ich bin immer noch über 1 Million Guthaben. Okay, jetzt nicht mehr. Nach dem Feld. Jetzt gibt es noch Feld 15, 22, 20. Wäre noch sowas, wo ich mich jetzt nach umschaue. Sind aber teilweise auch richtig schöne Brocken.
die Felder. Da kriegen wir schon langsam Probleme, die alle nochmal zu bearbeiten in den Wochen. Wie viel haben wir eigentlich im Silo? Sollte er sich jetzt auch nochmal ein bisschen was angehäuft haben? Oh, geht eigentlich. Nicht so doll. Ja gut, auf leicht ist es natürlich direkt wieder mehr. Klar. Da ist sogar so ein Anhänger auf einmal ein Schlepper wert, so ungefähr. Oh, nochmal. Also ich habe jetzt locker mal unsere Fläche hier, glaube ich, gerade verdoppelt. Bis jetzt schon. Und da wird noch ein bisschen mehr kommen. Aber dafür ernten wir jetzt ja auch jede Menge. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es vielleicht auch mehrere, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Lager von gleichen Sachen gibt. Da bin ich wieso gespannt, wie das Ganze gelöst ist. Es ist ja jetzt so, dass man die Felder erweitern, die Silos erweitern kann und man dann quasi den Ort des Silos hat. Da passen 50.000 rein und dann kann ich da 50.000 reinkippen und danach ist das Silo halt voll. Aber wenn ich Genau. jetzt aus einem anderen Silo was rausnehme, ob das dann quasi dafür zählt, ob das dann auch da Ich drin fände verschwindet. das sehr nett, wenn es dann an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Silo-Kapazitäten selbst im gleichen Korn gibt. Ja, das könntest du, dann könntest du so viel extrem geile Sachen machen. Wir haben auch schon oft überlegt, so Sachen, dass du halt quasi gegeneinander, jeder hat einen Hof auf einer Mod-Map, aber das Problem ist dann halt, dass die Silos wieder zusammengelegt sind und so weiter, ne? Dass man dann Genau. so gegeneinander, ja, gegeneinander im übertragenen Sinne mehr Ja, aber spielt. miteinander arbeiten Dass jeder kann, halt wer seinen hätte eigenen schneller Hof hat was, und den ne? anderen so nach dem Motto, ey, Ja. kannst du mir heute mal helfen? Kriegst du 1.000 € im Spiel für. Und dann ist dann halt auch wirklich die Erträge und so dadurch dann getrennt sind durch die Silos. Ja. Das wäre cool. Da kannst du dann im Endeffekt die, was war's? Die Challenge dann nochmal machen. Die Alpental-Challenge, oder was war das? Was doch? Altenthal-Challenge? Ne, irgendeine Map hatten da doch, wo da die Farm Olympics da waren. Ja, das ist die Landwehrkanal hier, wo wir Farm Olympics drauf gemacht haben. Bist sicher? Ja. Du meinst vielleicht die Mainburg, da gibt es ja mehrere Höfe, da haben wir mal geplant, sowas zu machen. Ich weiß, irgendwie haben wir darüber mal was gehabt, aber ich um mein Gedächtnis. Irgendwie finde ich den Trigger von Feld 22 nicht. Ist aber eigentlich eh besser, weil dann bin ich nicht gleich so pleite. Weil ich nämlich jetzt dann noch Feld 20 kauf und Feld 23. Würde ich sagen. Das heißt, das Gute macht Meter. Ja, danach haben wir auf jeden Fall ein paar Hektar. Ich habe gerade ein Feld mit 8 Hektar und eins mit 8,5 oder so gekauft. Hier liegt noch richtig breit Schwart. Wir brauchen noch einen großen Ladewagen, ne? Haben wir schon. Ein Tridom. Haben wir schon? Wir haben den Tridom schon. Damit haben wir doch sogar abgefahren. Silage. Habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Wo ist denn hier der Trigger? Da. Und nochmal entspannte 4,5 Hektar Wald. Schaufelst du noch? Nee, ne? Nee, war voll. Alles klar. Ich fahre jetzt den großen New Holland und trete den übers Feld. Ich spule mal auf Mittag, dann haben wir bald wieder Geld. Man könnte natürlich auch mal ein Windrad oder sowas kaufen. Naja. Ja, bringt nichts, aber habe ich auch so selten benutzt, dass es fast wieder interessant ist, das mal zu sehen. So, fahren wir mal hier lang. Sorry Leute, für die Leute, die jetzt sagen, so eine Rumfahrfolge finde ich ja blöd. Aber man muss halt auch mal investieren. Aber gleich geht's auch weiter. Beziehungsweise ich sollte zwischendurch auch mal daran denken, die Schlepper, die Drescher abzufahren.
Und Wette da. nur eine. Und Ja, den der fahre andere ich. sollte so langsam auch mal bewegen. Ach so, du fährst auch einen. Ich fahre ja gerade. Du fährst ja einen großen, ne? Ja, ich fahre einen großen. Dann fahre ich nämlich dann den Case zu einem von unseren neuen Feldern. Nämlich das Feld. Da kann ich mich nicht entscheiden. Feld 39. Ich glaube, man hat jetzt richtig gesehen, dass ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich habe immer in die Richtung zu dem Feld gelenkt, zu dass ich so gerade tendiert habe, weißt du? Ach Gotterstrick, jetzt haben wir ja ein bisschen Heck da unten. Ja. 2, 3. Ich sehe es. Naja gut, kommt mal wieder neue Gefilde, ne? Das ist doch geil. Was ist auf Feld 30 drauf? Schau ich mal gerade. Achso, 30. wir haben heute Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen. Beziehungsweise sonstige Ausgaben sind heute 1,1 Millionen. Ja gut, kann Und man auch mal davon machen, ne? sind nur 820.000. Nachfrage für Zuckerrüben. Ich habe vorhin gefragt, ob wir das nicht mal machen sollten. Ja gut, aber ich würde sagen, für heute war es das dann auch schon wieder. Das war jetzt okay. Gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.